Bevor die Schiebewagen an die Ladestraße dürfen zur Entladung, muss zunächst einmal der Kesselwagen befreit werden, er wäre ja sonst blockiert. Die V60 hat jetzt den Kesselwagen aus dem Ladegleis von dem Tanklager abgeholt und stellt ihn zum Abtransport mit dem nächsten Güterzug bereit. Der Endbahnhof der Kleinbahn heißt seiner Lage wegen Landesgrenze. Er verfügt über ein Bahnsteiggleis, ein Umsetzgleis und ein Ladegleis. Am hinteren Ende des Ladegleises liegt etwas versteckt und getarnt ein Tanklager der Bundeswehr. Hier wird Dieselöl für den Ernstfall aufbewahrt. Damit dieser Treibstoff nicht überlagert, muss er regelmäßig ausgetauscht werden. Hierfür gibt es einen recht regen Verkehr mit Tankwagen. Der Stückgutschuppen hat kein eigenes Ladegleis. Die Stückgutwagen werden daher direkt vom Bahnsteiggleis aus entladen. Hierfür gibt es eine kleine Laderampe vor dem Stückgutschuppen. Von hier aus wird eine Bohle bis auf den Boden des Stückgutwagens verlegt und die Ware so über eine Behelfsbrücke transportiert. Die Bauart des Stückgutschuppens ist außergewöhnlich. Im Film sichtbar sind nur die hier schwarz eingezeichneten Streckenteile und Gleise. Die grau eingezeichneten Streckenteile und Gleise bleiben der Fantasie überlassen. Das gilt auch für das Anschlussgleis vor dem Bahnhof Landesgrenze. Der Kesselwagen ist jetzt im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Wege geschafft. Nun können die Schiebewandwagen zur Entladung an die Ladestraße gestellt werden. Die Ladestraße ist für die vier Wagen zu kurz, so muss die Lok warten, bis zwei der Wagen entladen worden sind. Dank Paletten und moderner Fördertechnik geht das recht schnell. Die zwei leeren Wagen werden auf Gleis 2 abgestellt, dann können die beiden vollen Wagen für die Entladung in die Ladestraße gedrückt werden.
Die vollen Wagen bleiben zur Entladung bis zu dem Nachmittagsgüterzug in dem Ladegleis stehen. Die Diesellok wird jetzt die beiden Leerwagen abholen, mit dem leeren Tankwagen kuppeln und auf die Reise zurück in Richtung Rangierbahnhof gehen. Abfahrt des Güterzuges in Richtung Ostenwalde. Ankunft des spätmorgendlichen Güterzuges in Ostenwalde.